Wir sind hier im Hain des Erwachens im Ardenwald in Shadowlands und ja, Isera ist ja hier wiedergeboren worden und möchte jetzt in den smaragdgrünen Raum zurück. Und Malfurion hat sich dafür, ja, wie will man sagen, geopfert, dass er jetzt an ihrer Stadt hier bleiben muss. Zeit Der verstreicht Schritt ins und der Leben. Kämpft Traum euch mit Isera durch den lebt smaragdgrünen ewig. Raumpfad und begebt euch zum uralten Zweig. Möge die Nacht euch tretet zurück. Es ist Zeit, meine Schwingen auszubreiten. Der Kreislauf beginnt erneut. Tod und Leben harmonieren wieder. Okay, betrete den smaragdgrünen Traumpfad. Und jetzt sind wir in Legion. Ach du Kacke. Platziert den Anker und ich werde versuchen, meinen Weg zu euch im Traum zu finden. Also wir haben uns jetzt hier durch eine Menge Addons schon gearbeitet. Der Feind ist eingedrungen. Sie suchen etwas, aber der Traum ist ein grünes Labyrinth und es wird dauern, bis sie finden, was sie suchen. Okay. Also ich muss hier diese 100% voll machen. Na Gott sei Dank muss ich mit nicht jeden einzelnen Gegner killen. Wie viel Prozent bringt das hier? 4. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ey, ich hänge hier fest. Komm mal bitte hierher. Ich möchte euch gerne alle treffen. Okay, dann müssen wir hier den zweiten Anker Merkwürdig. machen. Meine Verbindung mit dem Traum fühlt sich irgendwie verändert an. Warum? Vielleicht weil du schon tot warst? So, 25% noch. Wie viel bringt so einer eigentlich? Wir sind jetzt bei 75. 5%. Okay. Also einen brauchen wir danach noch. Nimm mal den hier. So, das haben wir gemacht. Jetzt unsichtbar machen und da hinten hin.
da geht's in eine Höhle rein. Dort, das ist der Pfad zum uralten Zweig. Lasst uns den Wald ihrem Griff entwinden. Ach, wir laufen übers Wasser. Auch schön. Gut, da ist das Traumportal. Und jetzt sind wir wieder in Dragonflight. So, und was können wir bei ihr machen? Was möchtet ihr von mir? Ruf des Traums. Müsst ihr schon gehen? Mein langer Schlaf ist vorbei. Nur ich will das noch mal angucken. Heißt, wir haben jetzt wieder unseren alten grünen Drachenaspekt. Ich bin dem Traum und der mondlosen Nacht verbunden. Und das war's? Das war's? Es gab keinen Erfolg irgendwie. Dann müssen wir wahrscheinlich das hier noch beenden. Ja, gut, dann wir müssen jetzt darunter. Hier unten waren wir noch gar nicht, glaube ich. Nö. Es bleibt noch viel zu Feuersaison. Schutze löschen. Gebt gut Acht. Zerstört 4 Schutzfeuersteine. Wir werden unsere Antworten finden. Augen des Feuers. Tötet 8 brennende Flammensprecher oder lodernde Aufseher. Natur, wir dünnen nur genug Primalisten aus, um uns zu schützen. Das ist eine Aufklärungsmission, keine Schlacht. Ach, schade. Und wo? Ach, da oben. Hallo. Ich muss gleich mal gucken, ich habe gerade eben eine WhatsApp gekriegt. Also 4 Stück müssen wir zerstören, okay. Keine Primalisten. Nicht? Da ist ein Rumble-Münzbeutel. Dankeschön.
Was sind das dann hier? Wie viele brauchen wir denn noch? Einen und einen. Das sind Droiden. Was machen denn Droiden hier jetzt? Nee. Leck mich. Gut. Das Feuer, das die Brücke blockierte, sollte nun gelöscht sein. So gut wie erledigt. Durch die Flammen sammelt 4 schwelende Blüten, während ihr die Brücke zu Fyrak und Vyranut überquert. Auf, seht ihr die Blume bei der Brücke? Sehen wir sie uns genauer an. Ich sehe hier keine Blume gerade. Da sehe ich eine Blume. Die Droiden zerstören die Pflanzen hier nicht. Sie erfüllen sie mit ihrer brennenden Magie. Wir sollten sie den Aspekten bringen. Zusammen mit anderen Proben, die wir finden können. Sagt, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Ishnu Allah. Nehmt die Blume. Dann können wir zu den Inkarnationen schlagen. Schützender Nebel. Diese Wolken könnten uns vor den Flammen schützen. Ihr batet mich, ihren geliebten Kindern nicht zu schaden. Also verbündet ihr euch mit diesen Fanatikern? So, da ist noch eine Blüte. Einen Weg in den Traum. Da ist noch eine. Sie teilen nicht unser Ziel. Was habt ihr ihnen versprochen? Sie brauchen keinen solchen Anreiz. Sie suchen Zerstörung und Unsterblichkeit in der lebenden Flamme. Erreicht das Versteck. Der Sieg ist zum Greifen nah. Wir sollten hier sicher sein, solange sie miteinander beschäftigt sind. Das meine ich nicht, Fyrak. Hört auf zu jammern und folgt mir. Es gibt etwas, das ihr seht. Entzündende Informationen. Belauscht Fyrak und Vyranut. Haltet die Augen offen und bewegt euch leise. Seht, Schwester. Die lodernde Macht unserer Verbündeten. Was habt ihr dieser Kreatur angetan? Ich verlieh ihr die lebende Flamme. Dieselbe Flamme werden wir dem Herzen ihres geliebten Weltenbaumes verleihen. Iridikron beauftragte uns, den Aspekten ihren Lohn zu verwehren. Nicht, ihn scheußlich zu verderben. Iridikron ist nicht mehr hier. Außerdem war er es, der mich befreit hat. Der mich anflehte, die Schattenflamme zu empfangen. Er wusste, was nötig war, um den Krieg zu gewinnen. Wir griffen gemeinsam zu den Waffen, um die Welt von den Titanen zu befreien. Diese Schlacht schlage ich. Diesen Sieg suche ich. Wir können nicht gewinnen, wenn eure Ideale uns die Hände binden. In der Tat. Dann ist es entschieden. Okay. Laroda besiegt. Die Droiden haben Portale geöffnet. Wir können nicht denselben Weg zurücknehmen. Ich halte alles auf, was durchkommt. Erledigt schnell den Hüter. Dann können wir entkommen. Ahahaha. Du bist witzig.
Alter, wie soll ich den denn besiegen? Alter, also ich würde jetzt sagen, wir müssen als erstes außen diese Tentakeln platt machen. Ey, lass mich doch mal in Ruhe hier. Verdammt nochmal. Ey, was soll ich denn noch machen hier? Bis ganz darunter, echt jetzt. Gibt's da keinen näheren Friedhof? Also, das ist jetzt wieder eine Quest, die mir nicht gefällt. Und wehe, ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen. Also darauf hätte ich ja gar keine Lust. Und wir werden es gleich sehen. Alle Tentakel noch da. Nee. Wir müssen noch mal komplett von vorne anfangen. Alter! Okay, so, jetzt einmal hier außenrum den platt machen. Und den hier noch. Warum bin ich denn jetzt schon wieder betäubt, hä? Alter. Oh. Und fertig, Gott sei Dank. Ich verfehle nie. Möge die Göttin. Alarmsignal. Erstattet Hauptmann Trin beim Sitz der Aspekte in Waldracken Bericht. Sehr schön. Nehmt diese Pfeife. Einer meiner Hippogreifen wird euch nach Waldracken zurückbringen. Nö, brauche ich nicht. Ich mach Ruhestand, da bin ich schneller. Elonwache über euch. Über uns alle. Na komm. So, dann geben wir diese Quest noch ab und dann war es das für mich. Für heute. Wie gesagt, ich muss gucken, wann ich das nächste Mal aufnehmen kann. Nächste Woche oder übernächste Woche muss ich gucken. Da muss ich mal gucken. So, der müsste ja eigentlich oben sein, oder? Da. Die Stadt wartet.
Deswegen hat Phyrax seine Angriffe auf die Ebenen von Unara konzentriert. Ich werde zu... Moment. Diese Kälte. Spürt ihr das bei den Aspekten? Sie ist hier. Wachen! Auf den unteren Vorsprung! Champion, folgt mir! Wir müssen kämpfen! Ich wollte jetzt aber aufhören. Gut, da kann ich auch beim nächsten Mal weitermachen. Ich glaube nicht, dass sich da großartig was ändert. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.